Willkommen zurück bei Death's Door. Beim letzten Mal hatten wir uns ja auf die Suche begeben, die ganzen die Herren der Türen praktisch zu besuchen hier, die Gräber, damit wir weiterkommen. Und haben uns dann ja aufgemacht, damit der Aufzug geöffnet werden kann. Oder was das da ist. Und jetzt sind wir immer noch dabei. Zwei fehlen uns noch. Genau, hier ging es nicht weiter. So. Bevor ich jetzt... Genau, zwei muss ich noch. Dann muss ich die beiden Seiten wahrscheinlich. Gut. Man sollte auch auf die Fackeln achten. Ups. Ah, komm. Also, da oben komme ich ja nicht hin. Geht schon wieder gut los, ich spiele mir gerade schon wieder was zusammen. Genau, da haben wir ihn. Moment. Irgendwo müssten wir doch weiterkommen. Da hatte ich mir den Schlüssel geholt, genau. Hier sind die kleinen. Hier weiter. Hä? Nee, hier waren wir doch. War ich hier noch nicht? Okay. War ich hier anscheinend noch nicht. Hier liegt Lord Schlüsselstein, der erste Lord der Tür, der mit dem Tod ein Abkommen traf. Sein Vermächtnis ist unermesslich und seine Herrschaft absolut. Ein eiskalter Herrscher, der die Macht festigte und später den Grundstein für die Halle der Türen legte. Geist von Lord Schlüsselstein. Hier ruhen wir, die Lords der Tür. Ich bin Lord Schlüsselstein. Nachdem diese Gruft benannt wurde. Wir, Lords der Tür, waren eine Besonderheit. Ein Fehler des Universums, wie manche sagen. Aber ließe sich so nicht alles Leben bezeichnen? Ein Fehler des Universums, der wächst und gedeiht. Eine Existenz, die ins Bewusstsein geboren wurde. Und dieses Bewusstsein zu bewahren, ist das wichtigste und edelste Ziel. Gut, rüber, darüber, darüber, darüber. Da komme ich nicht weiter, da ist nirgends ein Schalter. Oh, da sehe ich irgendwas wieder nicht. Nee. Hallo? Gut, dann fehlt noch einer. Gut, da war der Rabe. Genau, und hier oben war ich auch weiter, da hatte ich ja die Tür hinten aktiviert. Gehen wir trotzdem mal hier längs.
ist, wenn wir zwischen den Aufnahmen gewisse Zeit vergeht. Wenn man dann zurückkommt und merkt, oh, warte mal, irgendwas habe ich verpasst. Na, da waren wir jetzt. Na, hier unten gibt's nichts. Diese Sucherei. Ah, Gegner. Yay. War was anderes außer rumlaufen? Vielleicht wird das Video ja dann doch ein bisschen spannend. Upsala. Ich musste gerade noch eben meinen Timer aktivieren. Du hast eine Art unterschriebenen Vertrag gefunden. Wie aufregend. Kann ich da irgendwie reingucken? Sieht aus wie eine Art Vertrag. Er vibriert vor... Wie... Was? Ja doch, vibriert vor unheimlicher Energie. Es ist ein uralter Text, den du nicht lesen kannst. Okay. Natürlich kann ich das nicht lesen. Nee, okay, hier draußen ist auch nichts. Dann wird es irgendwo im Gebäude sein. Die Frage ist nur, wo. Irgendwas habe ich übersehen. Da ist die große Tür. Da sind die Sachen. Hier geht's nicht weiter. Hier haben wir geguckt. Das war hier. Ah, okay. Wie habe ich das übersehen? Nee, warte mal, Arthur. Sein Macht. Okay. Arthur hatten wir ja. Genau, das leuchtet ja. Okay, und dann kamen wir hier raus. Das gibt's doch nicht. Den hatte ich auch aktiviert. Das Schalterrätsel. Okay. Hier bin ich auch schon längst. Was war da oben denn, bevor ich hier weitergehe? War auch ein Rätsel. Ah, okay, hier war die andere Seite von Lord Arthur. Und ich dachte, jetzt komme ich super weiter.
darüber, darüber, da. Genau, wer war das? Den hatten wir ja auch schon. Der Schurige, genau. Das war der letzte bisher. Ist hier runter. Genau. So. Und hier bin ich ja gerade durch. Zu dem. Da oben ging es nicht weiter. Wo ging es hier links? Okay, da ging es nur da oben hin. Hier unten was übersehen? Nee. Und hier ging es ja auch nicht weiter. Hier war ja der... Die Arena, hier geht's auch nicht weiter. Okay. Gut, und dann sind wir hier. Oh. Oh, ich hab's nicht gesehen, weil es außerhalb des... Ich komm hier rein, renn hier runter. Ja, ich kann mich da oben drüber und dann komme ich da oben hin. Also hätte ich doch die ganze Zeit hier weiter sollen. Gut, dann haben wir eine Suchfolge. Yay. Genau, und hier sind die Türen. Und dann habe ich hier zum letzten Mal hoffentlich endlich dieses komische Rätsel mit den Schaltern. Hier liegt Lord Offentor, der dritte im Geschlecht der Lords. Seine Herrschaft war beständig und ohne größere Vorfälle. Verstand es zu delegieren und verbrachte viele Jahre damit, sein Wissen zu erweitern, während er durch die Tiefen des Weltalls reiste. Da ist der Aufzug. Und da ist der Lord Offentor. Geist von Lord Offentor. Sei gegrüßt, junger Schnitter. Deine Anwesenheit hier stellt alles in Frage. Sie deutet darauf hin, dass die Kette der Ereignisse, die mit der Erschaffung der Tür des Todes ihren Anfang nahm, das Universum an den Rand einer größeren Katastrophe geführt hat. Andererseits... Sie ist auch ein Zeichen dafür, dass diese Aktionen sich nun selbst korrigieren. Leben ist nur die Selbsterfahrung des Universums. Und da das Universum in allen Dingen das Gleichgewicht anstrebt, handeln wir, die wir dazugehören, alle so, dass dieses Gleichgewicht erhalten bleibt. Bleib deinem Weg treu, junger Schnitter. Spüre einen Sieg in deiner Zukunft. Gut. Und abwärts. Guck mal gerade. Gut. Damit sich das nicht zu lang zieht, weil die Folge leider schon sich schon gezogen hat, mache ich jetzt einen Cut und dann sehen wir gleich, was in der nächsten Folge, was in dem Aufzug passiert. Dann bedanke ich mich trotzdem fürs Zusehen. Ich hoffe, es war nicht zu anstrengend, hier durch das ganze Gemäuer zu rennen. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Bis dahin.